ich bin Richtung Betty unterwegs. Okay. Mittagsschlaf. Ah ja, der Mittagsschlaf ruft. Also in der nächsten Folge etwas ruhiger, oder eigentlich in dieser Folge schon etwas ruhigeres, den Rest der Folge verbringen wir im Bett. Sehr spannend. Und was ist, wenn wir es hier in das weiße Auto geben? Alles? Ja, du, dann kann ich aber gleich rauffahren. Ne? Ja, dann musst du nicht extra rauf. Was cool wäre, ja, was? Ist, dass wir unten irgendwo im Boden welche versenken. Wie weiß man, da in der Mitte ein Loch machen? Aber dort, wo wir runterkommen auf der Seite, weil da kann ich es in der Nacht da raufholen. Wie weiß man, was hier. Achso. So, ja, jetzt räume ich es einfach mal da hin. Okay, ich gebe da mal nur einen Block rein. So, na. Da haben wir die Kohle. Na, so. Das gehört rüber, die gehören da her, die Patronenhülsen, die Knochen gehören rüber. Bist du links oder rechts drin? Weiß nicht, ich bin gerade links. Dann gehe ich rechts rein. Sehr gut. Knochen. Dann ist schon 43 ein Kampfanzugshose. Mhm. Auch cool. Ja. Ach Gott, wo geht denn das hin? Okay, ich habe Hunger. Gut, dann essen wir mal. Okay. Hast du was reingestellt? Ja, ich habe einen Block reingestellt. Okay. Eili gehört da hier. Kalt ist mir auch, hallo? Hast du den Kabelhut auf? Nee. Oder den Poncho an? Oh, warte mal. Die Jacke ziehe ich an. So. Ja, Mädel. Oh, mir ist auch kalt. Ja, so ja. Gar nicht so easy cheesy. Kleber. Wohin mit dir, Kleber? Kleber ist links oder bin ich gerade drin? Gut, dann bleibt er rechts. Kübelt das jetzt da einfach raus, das gehört ja, kübelt das raus, wir können das nächtens. Das dreckige Wasser kommt gleich da rein. Das nächtens können wir das... Das schmutzige Wasser. Rezepte, Flaschewasser und Kicken. 9 Minuten 53 bringen 3 Wood Frames. Cool. Geil. Gut, dann ist zwar ein bisschen über drüber für 4 Minuten 05 bei den Flaschen, aber was soll's. Mm. So. Ja, Unnötiges raus. Wir haben aber nichts Unnötiges. Ich werde doch gleich, so bin ich schon draußen. Nein, nein, geht schon. Ich tue nur meine Snowberries weg. Ganz drücken. Das kommt dahin. Oh, ich habe da jede Menge Verbände, sehe ich gerade. Und diese Cobblestone Rocks. Die. So, die Schaufel brauchen wir auch nicht mit bei der Loot-Tour. Mhm. Wird wenig Schaufeln. So, du magst zu, bitte? Ja. Natürlich. Ich bin mal am Weg nach unten. Schau, ob die Luft rein ist. Irgendwo hat sich heute was eingebaut. Na, schaut gut aus. Alles ruhig. Kannst du mal gefahrlos nach unten? Ja. Dann schauen wir weiter. So. Ja, schauen wir gleich wieder dort entlang, wo wir jetzt waren, oder machen wir nur einmal da das hohe Haus, weil das haben wir auch noch nicht fertig ausgeräumt. Wirklich? Da waren ja diese vielen Stockwerke, wo wir dann nicht weitergemacht haben, wo wir die Zombies rausgelockt haben. Ah ja, okay, na dann gehen wir gleich da rein. Die vermutlich auch noch gar nicht alle. Bist du mit Keule, dann nehme ich den Bogen. Ja, ich bin mit Keule. Ich bin auch schon hier oben. Den Schreibtisch da, den habe ich schon geleert. Da geht's nur raus, da könnte was draußen sein. Da könntest du einmal durchhämmern und ich schaue mal in den nächsten Stock. Okay. Genau, da war ich auch noch. Huch. Der ist auch schon leer. So, dann schlage ich mich gleich da durch die nächste Tür.
Okay. Mir fehlt bei 7 Days ehrlich gesagt die Fähigkeit Lockpick. Also dass man sich, wenn man Dietriche baut oder so, Türen entsperren kann. Mhm. Das wäre schon cool. Kann man es ruhig aus eigenen Skill machen, aber das, wenn man da Punkte investiert. Weil eigentlich hast du gar keine Möglichkeit, dass die Zombies nicht entdecken, wenn der Raum versperrt ist. Du kannst ihn nur laut aufmachen, ne? Ja, stimmt eigentlich. Okay, so, ich bin im nächsten Stock. Ich habe 2 Sesseln ergattert. So. Cool. Wir bringen uns Holz. Massiv weiter. Tischtresor steht da in einer Ecke. Okay. Geh wieder. Bist du rechts oder links gegangen? Hä? Hey? Da kann man rechts oder links? Na, Stiege rauf, rechts. Ich bin da. Die kommen mal runter, dann siehst du. Ah, da, ja, da. Du bist noch rauf. Ja, den der Stockwerk habe ich schon. Ich dämliches, hab nichts gegessen. Ich dämliches Ding. Da ist nichts Spannendes. Okay, das bauen wir später. Das habe ich auch schon gemacht. Nur dort in der Ecke, wenn wir da gemeinsam draufhauen, könnten wir den Safe da vielleicht aufmachen. Bist du wieder rauf? Nein, da. Ja. Wo bist du jetzt? Ah, da. Ja, gemeinsam draufhauen. Okay. Bin mir zwar nicht sicher, weil wir gesagt haben, die Tresore lassen wir noch. Auf der anderen Seite würde uns einiges im Skill bringen. Mhm. Wir hämmern mal. 2500. Ja, meine Axt ist im Eck. Da sehen wir jetzt die restliche Folge. Ja, das ist Tischtresor, oder? Das. Machen wir das, wenn wir Eisenwerkzeug haben. Mhm. Ah, das. Schauen wir weiter nach oben. Ah, da drüben, weil da beim Tisch warst du auch und so? Ja. Ja. Okay. Das ist wieder ein Appell an mich. Ich bin nämlich nicht schwindelfrei. Und das ist, ja. Da steht der Gunsafe, den haben wir damals auch schon gesehen, wie uns die Zombies verfolgt haben da oben. Gut, ich war mit dir nicht hier oben. Und da, immer da außen ist auch manchmal was, dieses Mal nicht. Dann gleich nächster Stockwerk. Sobald, sofern da noch, ja. Naja, da geht's jetzt nämlich mal rauf aufs Dach und ich glaube da oben war auch noch was. Da ist eine Leiter. Ja, genau. Da bin ich gerade drauf. Und siehst du was? Ein leeres Vogelnest, nicht sehr. Okay, nicht spannend. Sehr ergiebig. Können wir schon runter. Mhm. Das ist nichts Interessantes. Rechtzeitig mehr. Die Kurve kratzen. Da werden wir ein bisschen Metall zum Abbauen. So Kühlung, Kühlschächte, Klimaschächte. Ja, das macht man ja, am besten dann mit Metallwerkzeug. Das Werkzeug, genau. Hämmert man mal drauf und weg ist das Zeug. Zack. Ui, das wird aber weit, oder? Nein, das schaut nach Beinbruch aus, das lassen wir. Ja. Ich gehe mich gerade runter. Ich bin draußen, bin im Freien. Bin hinter dir. So, wohin gut. Des Wegs? Wohin du willst. Haben wir den Drinks und Shakes haben wir schon gemacht? Ja, war das der ich glaube, das war. Ja. Schau, ja, den haben rein. Wir. Ja, haben wir. Alles dann lala. Die Werkstätte da drüben haben wir auch schon. Ja, haben wir auch. Dann waren wir da vorne bei dir. Ich glaube, die haben wir noch nicht komplett. Bist du bei dem Haus hinten rumgelaufen? Das ist meistens irgendein. Ach gut, das habe ich schon. Das haben wir ja alles gemacht, oder? Nicht? Wo ist er? Ja. Ich. Das ist leer, das Coupé ist leer. Das ist leer. Ich glaube da drüben. Ah, geil, ja schon wieder. Geschmarrn erst. Wo? Hat er die gesehen? Da rechts, geradeaus. Ah ja, ich sehe ihn. Na, schauen wir, dass wir da in das Gebäude kommen, dass er uns nicht zu viel sieht. Ich glaube, da haben wir sogar schon irgendwo aufgemacht, aber wir haben da nicht alles gelootet. Nein. Genau, da geht's rein. Die Getränke, okay. Schränke sind leer. Da ist ja auch so ein das kleiner. Das ist auch leer. Ja, da ist auch wieder so ein Tisch. Tresor. Das ist leer.
schon, hat das eh schon alles gemacht. Mhm. Nein, so erinnere nicht. Oh, zweimal Antibiotika. Na schon, und ich renne wie ein Wahnsinniger im Gras. Zweimal Antibiotika, ist das geil. Ach, Himmelschimmel. So, schauen wir mal da in die Gruben. Oh, da war was zum Lernen. Was ist das? Painting Decorations. Oh. Willst du lernen, soll ich? Ja. Magst du? Ja. Gut, dann kommt es da in den oberen Spinter. Das war im Müllsack drin. So, jetzt ist mir wieder heiß. Alter Falter, gib mir das an. Habe ich das zweimal oder das jetzt nicht reingelegt? So. Jetzt ist es drinnen. Der Geier, hast du ihn gehört? Ja. Aber er hat uns nicht entdeckt. Also bei mir wird es nichts anzeigen. Die Mülltonne habe ich noch. Da ist noch was drin. Jawoll! Vorhin schon drei Fleisch, jetzt noch einmal drei Fleisch. Ich muss was essen. Du, ich hab Beeren da, oder? Ich auch. Nein, die will ich rausgeben. Sorry. Rohes Fleisch könnt ihr anbieten. Gesperrt. Okay, dann geht's außen wieder entlang. Hast du innen alles? Ich hab alles da in der Halle, ja. Okay. Es kann natürlich sein, dass der Geier eine Witterung aufnimmt. Genau, auf dem Dach. Das haben wir aber, glaube ich, schon gemacht, das Dach. Das gescheit ist, wenn ein Geier unterwegs ist. Tja. Das ja, ist... Ja, das Dach ist erledigt. Okay, wo geht's weiter lang? So. So, ich komm da noch runter. Nein, ich sink die schon auf. Der ist leer, der Müllcontainer. Die Mülltonne ist auch leer. Und ja, die Mische. Da waren wir schon. Gut, das können wir alles noch abbauen, wenn wir Range haben. Genau, die brauchen wir zuerst für eine Werkbank. Die habe ich blöderweise die letzte vergoldet. Ja, dann schauen wir da wieder raus. Hey, der Baum, den ich gesetzt habe, ist schon schön groß. Dann würde ich sagen, wir nehmen da die Straße Richtung Westen. Ja. Da haben wir mal so unser näheres Umfeld. Die Ruinen lassen wir mal vorläufig liegen. Ah, okay. Weil da vorne sehe ich, glaube ich, einen Shop. Da kommt der Zappel Philipp. Ist den? Ja, ja. Ich glaube, er hängt an mir, ja. Da hinten ist ein neuer Zappel Philipp. So, der liegt. Nehm ihn raus. Wo ist der nächste? Okay, hat der dich schon? Na. Dann lassen wir ihn. Okay. Oder wie ist die Punkte? Ja, dann die Punkte. Weil für das kriegt man halt doch einen mehreren. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da ist er. Dann baut er weiter in der ab. So, weg ist er. So, erledigt. Soll ich mithelfen oder magst du? Okay. Der ist schon. Gut. Hat eh nichts gehabt. Kannst ihn abbauen. Gut. Umweltgerechte Entsorgung. So ist es. Na dann düsen wir nach vor. Ui, mir hat's mit dem Wasser. Dann schmeißen wir mal da die zwei Flaschen ein, die wir da noch mitschleppen. Okay, da ist eine Kühltruhe. Nichts drin. Ich weiß nicht, irgendwie. Oh, Maissamen. Cool. Sag mal, wie schaut denn das da aus? Also, jetzt laufe ich die Kante raus und dann geht's. Ja. Steil nach unten. Toll. Ein Parkplatz auf einer anderen Höhe. Hm? Also das ne, ist eine Straße, klar. So, die Reifen lasse ich noch liegen. Ja. Okay, meine Steinaxt ist mal wieder durch. Brauchst du? Nein, ich hab noch zwei. Hey. So, dann ab nach Westen. Kriecher? Zwei Kriecher? Liegen lassen. Achso, Punkte, oder? Punkte. Ja, dann mach. Dann schaue ich mal nach vor, was wir da für ein Geschäft haben. Und zwar, was? Ja,
Jetzt kommt wieder mein tolles Englisch. Vic Garrison's Pawn and Loan. Ich komme auch, das, die zappeln zu viel. Was? So, dann gehen wir mal in die Hocke. Und dann gucken wir mal, wo wir da rein aufpassen. Ich habe Fleisch mit, gell? Okay. Du solltest das vielleicht irgendwo reinlegen. Ja. Da vorne steht einmal ein Zombie. Den nehme ich, weil... Okay. Er wird irgendwann lästig. Oh, die Tür ist offen. Cool. Passt. Dann machen wir den einmal. Ja. Das war in die goldenen. Moment. Du bist im Weg. Hab ihn. Die zwei da hinten lassen nicht locker, die krabbeln unaufhörlich. Dann mach sie. Dann fange ich schon mal an, da drinnen zu schauen, ob irgendwelche Zombies schlummern. Ja, jetzt haben's. Losgelassen. Ich hoffe mal, dass wenn sie schlafen, dass sie nicht gleich aufs Fleisch reagieren, was ich drinnen habe. Oh oh. Oh 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 oh. Ich komm schon. Nein, nein, bleib draußen, bleib draußen. Ja, das sind Schwergewichte. Ui. Nein, der ist leider nicht mit einem Schuss gegangen. So. Mir gefällt dein Anzug. Ich bring ihn mit raus. Okay. Ah, der ist umgefallen. Das schon. Ich hab so Angst vor den Dingen. Er kommt. Okay. Ich bin da. Lecker. Schaust du mal links und rechts, ob da was kommt? Nö. Kannst du... Ups. Eigentlich sollte ich Pfeile sparen, aber ganz ehrlich, ich kack mich vor den Dingen an. Solange der steht, geht er nicht so nah ran. Leere, gestörter Tourist. Gestörter Tourist? Okay. Naja, man muss nicht Touristen immer alles haben verstehen. Wirklich komisches Verhalten, aber. Man muss nicht immer alles verstehen. Also. Gestörter Tourist. Naja. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Übersetzung. Ja, denke auch. So. Also in den einzelnen Reihen ist jetzt nirgends mobil. Bist du rein? Ja. Oh. Da ist keiner mehr. Was ist denn das? Interessant. Das ist eine Holztruhe. Oh, ich habe drei. Nein, die sind oben auf der Decke. Hast du schon mal nach oben geschaut? Was, die Zombies oder ja. Was? Wie, warum auf der... In der Decke. Komm raus. Alter! Schwede! Ah, da ist schon eine. Alter Schwede! Ich bin am Knüppel. Jawohl, sie liegt. Und das war's. Bin schon drin, da ist nichts. Passt. Aber das schaut interessant aus. Ich habe übrigens dreimal Fertilizer. Ah, cool. Dünger. Von da das hinten kommen wieder ein paar Zombies. Die hole ich mal. Ja. Immer aus dem Hinterhalt, das ist so lästig. Ich helfe mit.
Ja, nicht. Jetzt brauchst du nicht davon rennen, du Kleiner. Oh. Das ist neuerdings dir, so schwer einzuschätzen. Dadurch, dass die so herumzappeln, weißt du nicht, geht er jetzt schon auf die los oder nicht. So. Ich muss mir mal angewöhnen, wenn ich nach unten, also nach hinten, gehe, dass ich gleichzeitig sprinte. Ach so, das geht auch, ja. Mhm. So. Schauen wir mal, was sich in der Zwischendecke bewegt. Ja. Das ist wie bei Alien 2. Ja, nur haben wir kein Gerät mit dem Piep. Das wäre cool, was die Zombies anzeigt. Genau. Ja, das wäre auch noch geil. Piep. Gehst du ein bisschen ein Stück weiter, bitte? Nein. Dann kann ich auch rein. Vielleicht will ich ja gar nicht so weit rein. Dann halt nicht, aber in der Tür stehen bleiben. Die sind da in der Zwischendecke. Sicher. Ja, da steht. Schleichen. Mhm. Schleichen. Wir können natürlich auch Lärm machen und sie so rausholen. Okay. Lieber macht Lärm, während ich erinnern bin. Ich bin ja auch erinnern. Ah, okay. Immer doch, du verwendest mich als Lockmittel. Ja, aber. Wie kommt man rauf? Da ist ein Sessel. Wie wär's mit einem Woodframe, ne? Sie einfach raufbauen. Mhm. Locht mir gleich ein Zombie an. Kannst du vermutlich so haben, ja? Ich bin mal oben. Okay. Alter! Ja? Da oben steht ein Gun-Safe und zig Kisten. Da dachte jemand, er macht sich ein Nest. Ja? Aber wie viel? Na dann, ich werde mich herum umsehen, oder? Okay. Sind da oben noch Zombies? Siehst du was? Ich bin noch nicht überall gewesen. Ich schleiche ja, damit ich ja niemanden aufweg von denen. Okay. Ich hoffe nur, das bricht nicht alles noch. Ah, doch. Ich sag's und bin unten. Dumm gelaufen. Ich glaube, ganz hinten waren noch welche. Warte mal, ich baue mich da noch mal rauf. Aber du kannst hier unten gerne abbauen und looten. Ja, mache ich schon. Übrigens 9:30. Okay, du mach mal das. Ab nach Hause, würde ich sagen. On another day. On another day, yes. Wo ist zu Hause? Ah, da drüben. Da war eine Toilette. Was? Okay. Na gut. Ich dachte immer, wenn man die abbaut, kommt dann die normale Kiste. Aber da ist auf einmal die. Ja, das habe ich schon gesehen. Dass auf einmal die Toilette ist. Wo bist du jetzt? Ah, ich habe da nur einen Baum noch mitgenommen. Bin unterwegs. Lauf Richtung Bettchen. Ups, das ist er. Und da bin ich. Ja, hey. Da müssen wir auf alle Fälle noch mal hin. Ja, unser Garten ist gewachsen. Schön. Ja, sehr gut. Ja. Ja, was hat Tibor momentan angebaut? Was hast du jetzt? Ich habe die Blueberries. Ja. Coffee. Mhm. Champignon, also Schwammerl. Die wichtigen Sachen. Kaffee. Ja. Aloe Vera, Mais und Golden Rod und Erdäpfel. Sehr cool. Gell? Hm.
Alles halt noch. Kartoffeln, glaube ich, werden noch vernährt. Ne? Ja, alles halt noch ohne Fertilizer, aber. Ich habe da 3 mitgebracht. Samen, okay. 3 Fertilizer gefunden. Ah, sehr schön. So, dann räume ich einmal aus. Gut, du hast wieder einen Block reingestellt, gell? Ja, ich glaube schon. Wäre wünschenswert. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich schau noch mal nach, dass da nichts passiert. Na, schaut noch Blöcke aus. Jo. Okay. Ich habe mein Gärtchen soweit abgebaut. So, das nehme ich einmal alles da mit drüber in die andere Kiste. Das kommt da noch her. Sind die Erdabfall? Ja, Hunger habe ich auch schon. Bauplan Raketenwerfer, wer macht von uns? Du machst die Waffen. Ich mach die Waffen. Ja, du machst die Waffen. Gut, dann lerne ich den. Gut, sind wir schon wieder so weit? Wir sind so weit, ja. Ich glaube, das Aussortieren ist ja weniger interessant. Schon so das weit? Können wir außerhalb machen. Also dann. Dann sehen wir uns am Tag 11 um 4 Uhr in der Früh. Zur Tagwache. Zur Tagwache. Bringt Werkzeug mit, bitte. Genau. Bis dahin. Ciao. Happy Gaming. Ciao.